sehen, was da oben ist. Sieh dir das an. Warum haben sie solche Reichtümer mitgeschleppt? Dieser Kodex beschreibt die Bogenschusstechnik der Gegner des Byzantinischen Reichs. Ich kann nichts für ihn tun.
Spezielle Einheit. Der erste Tag in Sibirien und es passiert. 2 Jahre in Afghanistan, 1 in Indonesien und nichts. Aber ein Tag hier im Eis und zack, ich erledige einen. Die Augen des Mannes wurden glasig und er flehte mich um etwas an. Kein Russe, keine Ahnung. Ich blieb bei ihm und sah zu. Erst war er noch da, dann nichts mehr. Nur noch Fleisch. Ich habe in den Schnee gekotzt. Der war ganz rot von Blut. Jetzt ist er nur noch Fleisch. Und ich lebe. Konstantin sagt immer, dass wir aus einem besonderen Grund hier sind und Gottes Werk tun. Allmählich erkenne ich das. Neue Infos. Konstantin ist vom Gefängnis hierher unterwegs. Wir müssen alles in Ordnung bringen, bevor er ankommt. Hey, hört mich jemand? Oh, wir müssen den Funk wieder in Gang kriegen. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Komplett irre. Greift 3 bewaffnete Männer mit einer Axt an. Keine Ahnung, wie die einen davon lebend kriegen konnten. Wer zur Hölle sind diese Leute? Laut Erstaufklärung sollte ein altes Dorf in den Bergen sein. Haben dort bloß Bauern erwartet. Wir dachten, sie würden sich kampflos ergeben. Bauern? Am Arsch. Das sind ausgebildete Guerillakämpfer. Sieht aus, als hätten die Sowjets vertrieben. Vielleicht ein gutes Zeichen. Wenn die was schützen, das in dem Berg versteckt ist, dann sind wir genau richtig. Also, weißt du, wonach wir hier suchen? Nein, die Info ist nicht fürs Fußvolk. Aber es muss was Wichtiges sein. Die fahren hier ganz schön was auf. Ich bin jetzt seit knapp einem Jahr im Einsatz. So was Großes war nie dabei. Das ist die größte Operation seit der Insel. Aber das war eine Säuberungsaktion. Das hier ist was ganz anderes. Willst du einen Rat? Halte dich bedeckt. Stell nicht zu viele Fragen. Ich glaube, ich habe was gehört. Das sehe ich mir mal an. Geh nicht zu weit. Kommen noch mehr von ihnen. Bis wir jemanden hier haben, der die Pumpe ausschaltet, will ich die Kisten mit dem Schneidreck vom Feuer haben. Sofort! Hier ist Munition drin. Sind wir sicher? Ich habe seit ein paar Minuten keine Schüsse mehr gehört. Ich glaube, wir sind sicher.
Verlass dich nicht dran. Bleiben wir wachsam, bis der Fuchs im Gefängnis verläuft. Wir sind auf uns allein gestellt. Das war Konstantins Hubschrauber. Was zur Hölle will der hier unten? Schwer zu sagen. Ein Einheimischer wurde zum Verhören lebend gefangen. Uns drei Männer gekostet. Ich schätze, die Zentrale will wissen, was dabei rauskam. Konstantin erwartet mehr von uns. Jemand muss für diesen Fehler bezahlen. Die Munition hat Priorität. Sie muss getrennt bleiben von den Rationen. Ich glaube, wir sollten sie in Reichweite haben. Yes, Sir. Shit. Die meisten Rationen sind bei der Explosion verbrannt. Das hier ist ein Fehlschlag. Wir sollten Fallen rund ums Gebiet legen. Hiermit kann ich für ein paar Überraschungen sorgen. Millimeterpatronen, Leuchtgeschosse. Hat jemand die Kaliber 50 Munition gesehen? Hey, bist du... War da irgendwas bei den Zäunen? Gar nichts. Aber den ersten Überfall haben wir erst bemerkt, als sie drin waren. Sie kannten sich hier aus. Scheiße. Das sollte ein Routineeinsatz sein. Der Weg ist nie leicht. Aber Trinity erwartet trotzdem, dass wir ihn gehen. Ich habe schon zweifelhafte Jobs gemacht. Und ich weiß, dass du das nicht gut findest. Aber diesen Vertrag konnte ich nicht ablehnen. Ich will schon seit Jahren für Trinity arbeiten. Sie sind diskret, die Bezahlung ist Wahnsinn. Sie haben immer irgendwas. Und jetzt bin ich hier und will wieder weg. Wir sind in einer verlassenen Sowjetanlage, mitten im Nichts.
Niemand sagt uns unwichtigen Externen, was los ist. Aber ich glaube, wir verhelfen ein paar echt miesen Typen zu einer Atombombe oder etwas ähnlich Furchtbarem. Und das wäre noch der beste Fall. Melde dich, wenn du das liest. Ich habe uns einen sicheren Kanal im Netzwerk verschafft. Bei einer solchen Operation bräuchten sie bessere Sicherheitsmaßnahmen, aber dafür haben sie wohl mich engagiert. Altes sowjetisches Schild. Lenin lebte. Lenin lebt. Lenin wird ewig leben. Das war's, wir haben keine Zeit mehr. Verschließ ihn! Rede oder verbiete. Na, ich hab keine Angst vor dem Tod. Hör die verdammten Helden ab! Jetzt! Oh. Oh. Ein schrecklicher Tod. Die Uhr tickt. Du wirst hier sterben, verstehst du? Außer du sagst mir, was ich wissen will. Nicht nur du. Deine ganze Familie. Jeder. Ein qualvoller. Und wir schon. Du hast ein. Die Rote Armee kommt hierher. Ich verfolge sie schon seit Wochen. Ich habe zugesehen, wie Hunderte von ihnen Eisenstreben auf dem Eis verlegen. Viele sind gestorben und ihre Körper hat man einfach in der Tundra zurückgelassen. Kein Übergangsritual. Weder Begräbnis noch Einäscherung. Diese neuen Invasoren sind grausame, gottlose Männer. Sind sie auf die wertvollen Metalle des Berges aus? Oder werden sie wie all die anderen von der göttlichen Quelle angezogen? Mein Volk muss sich wieder für den Krieg rüsten. Verdammte Chance, genau jetzt. Sagt uns alles. Wo ist der Rest deiner Leute? Ihr habt vielleicht ein paar Treibstofftanks zerstört, aber das tut uns nicht weh. Glaubst du, ihr könnt uns... Agios Otheos, Agios Prophetes, Agios Satanatros, Eleisonimas.
Sie haben ihn gefangen. Muss. Oh nein. Nein, nein, nein. Hattest die Verantwortung. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Musst du nicht. Nein. Wie könnte das jemand wieder... Ganz ruhig. Ganz ruhig. Keine Angst vor dem Schmerz. Unser Ziel ist fast erreicht. Aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt. Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Was machen wir mit ihm? Keiner fasst ihn an. Wir haben wohl noch ein Treibstoffleck. Was zur Hölle ist passiert? Das Ding ist 50 Jahre alt. Das Ventil hat wohl versagt. Okay, dann schließen wir es. Wir dürfen nach dem Angriff nicht noch mit. Schwärmen wir auf. Ja, schießt außen. Gut dabei. Wir sind einer weniger. Sie lädt nach. Abziehen! Ich werde sterben! Wir sind einer weniger! Lass es uns beenden! Fackelt sie ab!
Konstantin ist hier. Der Mann, der mich in Syrien töten wollte. Er ist brutal, gefährlich. Aber schlimmer ist der fehlgeleitete Glaube, dem er sich hingibt. Anscheinend gerate ich immer mit religiösen Eiferern aneinander. Aber das liegt wohl in der Natur der Sache. Wer sonst würde das Geheimnis der Unsterblichkeit lüften wollen? Seine Männer sprachen von einem Gefangenen mit Informationen. Könnte das einer der Einheimischen sein? Und wenn ja, was weiß er? Trinity wird nicht freundlich nachfragen. Vielleicht finde ich ihn. Finde heraus, was er weiß. Das Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen, könnte nützlich sein. Ein Rosenkranz. Ich bevorzuge die klassischen Holzperlen. Das hier ist zu modern. Diese Perlen sind stark abgenutzt. Sie sind nahezu blank. Ich kann so nicht rein, ohne gesehen zu werden. Es muss einen anderen Weg geben. Nicht schießen. Ich bin kein Feind. Wer sind Sie? Das klären wir später. Wenn Sie antworten wollen, hören Sie gut zu. Wir konnten den alten Funkturm zerstören, aber es gibt Repeater, über die Sie kommunizieren. Wir müssen sie ausschalten. Helfen Sie mir, und ich sage den anderen, dass man ihnen trauen kann. Ich werde nach Ihnen Ausschau halten. Gut. Wir haben nicht viel Zeit. Thank you.
Ich habe die gegnerischen Truppen infiltriert und erfahren, dass sie auf die Ressourcen des Berges aus sind. Sie scheinen das von uns gehütete Geheimnis nicht zu kennen. Die Eisenstraße wird von Gefangenen gebaut, von Sklaven der Roten Armee. Auf der Eisenstraße verkehren riesige Maschinen, die noch mehr Sklaven, Nahrung und Material für den Bau einer kleinen Stadt heranschaffen. Ich muss zu meinem Volk zurückkehren, damit wir unseren Angriff planen können. Wenn wir ihnen schwer zusetzen, bevor sie den Berg erreichen, geben sie vielleicht auf und ziehen sich zurück. Waren Narren. Leichtsinnige, arrogante Narren. Wir dachten, wir könnten sie aufhalten. Aber die Rote Armee ist in der Überzahl. Ihre Waffen sind besser und sie greifen unentwegt an. Viele von uns, einschließlich mir, wurden gefangen und zur Arbeit in den Minen unseres eigenen Berges gezwungen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unser Geheimnis entdecken. Wenn dies geschieht, müssen wir bereit sein. Kommunikationsrepeater. Trinity muss die installiert haben.
und muss den Gefangenen quetschen. Wenn Konstantin es selbst tun muss, wird er nicht erfreut sein. Wir erhöhen den Druck, aber er besitzt eindeutig schon Erfahrung mit Verhörtechniken. Wir glauben, er ist der Anführer der Verbliebenen. Er muss von der göttlichen Quelle wissen. Findet seinen Schwachpunkt. Seid kreativ. Eine Warnung vielleicht?
Trinity. Die will an die Quelle. Ich muss rausfinden, was sie wissen.
Vielleicht gibt es einen Weg zum alten Gefängnis. Haben Sie es geschafft? Die Repeater sind offline. Alles erledigt. Wir haben nicht viel. Aber wenn Sie mit uns kämpfen, können Sie das hier benutzen. Roth ist der Meinung, dass ich schießen lernen sollte. Er wollte es mir heute beibringen. Es war völlig aussichtslos. Ich habe immer gesagt, im Einsatz braucht man einen starken Stock und gute Stiefel. Ich sagte, ich sei ein Mann der Worte, nicht der Waffen. Er lachte und sagte, er hoffe, dass ich die richtigen Worte für einen angreifenden Bison finden würde. Ich sagte ihm, dafür hätte ich ja ihn. Aber nett, dass er es versucht hat. Ich glaube nicht, dass es weiteren Unterricht gibt. Roth sagte immer, die scharfen Augen und die ruhigen Hände hätte ich von Mutter. In diesem Sommer brachte er dann mir das Schießen bei. Mir gefiel es. Vielleicht zu gut.
Du bist gerade in Tal angekommen, stimmt's? Ja, mit der letzten Frachtmaschine. Es kommen noch mehr, heißt es. Jede Menge Infanterie. Was immer die geplant haben, ich glaube, das wird ein Riesending. Was ist mit den einheimischen Führern, die man außerhalb des Tals erwischt hat? Es heißt, sie wären von zwei Personen... Moment, da war was. Vielleicht finde ich Konstantins Gefangenen. Er muss etwas wissen. Ich hoffe, du hast mein letztes Band erhalten. Mir macht es immer mehr Spaß, diese Nachrichten für dich aufzunehmen. Anna sagt, dass ich ab und zu Bücher und Papiere beiseite legen soll, um mich daran zu erinnern, warum ich das alles tue. Und für wen. Ich weiß, du hasst es, wenn ich weg bin. Aber es wird sich auszahlen. Alles wird sich auszahlen. Ganz liebe Grüße von mir. Sei fleißig in der Schule. Ich weiß, du dachtest, du tust es für mich, aber es hat sich damals nicht so angefühlt. Aber so lernte ich Unabhängigkeit, für mich selbst zu sorgen. Eine wichtige Lektion, wie man sieht.